USB-Kabel, doppelter Mausklick, gedrückt gehaltene Umschalttaste. Für westeuropäisch sozialisierte BürgerInnen sind all diese Gerätschaften und Begriffe in der Regel alltäglich und selbstverständlich. Andererseits wirken die digitalen Errungenschaften unserer Zeit auf Menschen mit Fluchterfahrung oft wie unüberwindbare Barrieren. Deutsch lernen, digitale Kompetenzen trainieren, lautet der Titel eines neuen Kurses bei Karga in Linden. Der Verein will eine Brücke schlagen zwischen den Inhalten seiner langjährigen Sprachkurse und den Fragen, die die Welt der Personalcomputer aufwirft. Franziska ist neben Marie und Ina eine der drei Karga-Kursleiterinnen. Was wir hier versucht haben, ist, dass wir Grundkenntnisse in Deutsch und das A2-Niveau in der Sprache umzusetzen. Man muss auch verstehen, dass viele aus einem anderen nicht nur aus einem anderen Sprachraum kommen, sondern auch aus einer anderen Schriftsprache heraus. Das heißt, auch jemand, der schon Kenntnisse hatte, wird hier mit einer Tastatur konfrontiert, die er vorher so nicht kannte, und auch mit einem Schriftbild, was er vorher so nicht kannte. Erstmal der Umgang mit Tastatur und Computer ist der Einstieg, darauf folgt dann die Anwendung. Sprich also, wie schreibe ich eine E-Mail? Wenn ich eine E-Mail bekomme, wie öffne ich diese E-Mail? Wie verschicke ich einen Anhang? Dazu muss ich natürlich auch wissen, wie sind Dinge auf dem Computer abzuspeichern? Was sind die englischen Begriffe dafür? Weil das auch in der Computersprache alles auf Englisch ist. Download, Upload. Dass man vielleicht auch dann eine Tastatur wählt oder guckt, wie ist das in eurer Sprache? Weil das gibt es ja auch in deren Sprache. Es geht ja auch um digitales Lernen. Die Corona-Situation hat ja auch gezeigt, dass sich der Unterrichtsraum vom realen in den virtuellen Raum verschoben hat. Dazu gibt es natürlich so Anwendungen wie Zoom. Also wie kann ich dem Unterricht über Zoom folgen? Das ist das, was wir hier üben. Das ist etwas, was wir langfristig an die Leute weitergeben wollen. Das ist ein langfristiger Lernerfolg, der im Alltag unserer TeilnehmerInnen dazu führt, dass sie selbstständiger sind. Hier, ich habe gelernt am Computer auch Word und ein bisschen Excel. Und ich habe gelernt auch ein E-Mail machen und schreiben und schicken. Meine Lehrerin Victoria hat mir geholfen, eine Bewerbung geschrieben und Lebenslauf auch. Garka hat mir sehr geholfen. Hier habe ich gelernt, mit Leuten zu sprechen und reden. Ich lerne Deutsch, um eine gute Arbeit zu finden. Ja. Und eine gute Beziehung mit zu Menschen aufzubauen. Der Pilotkurs hat einen Umfang von 300 Unterrichtseinheiten. Nach erfolgreicher Umsetzung bestehe laut Karga die Möglichkeit, das Angebot zu erweitern.